Dorisa Winkenbach ist auf der Suche nach Unkraut oder besser gesagt Wildkräutern. Denn was viele einfach nur für lästig befinden, hat für die Expertin einen hohen Nutzen. Das ist das Positive daran, dass eigentlich die Wildkräuter Urbegleiter der Menschheit sind und immer schon den Menschen Nahrung und Heilmittel zugleich waren. Im Gegenteil zu Kulturpflanzen und Kräutern wie Petersilie oder Schnittlauch wachsen die Wildpflanzen, wo sie wollen. Verschrien als Unkraut wurde ihre Wirkungskraft lange verkannt. Und dann hat man auch früher gedacht, Unkraut, also diese Beikräuter, wie man sie heute gerne nennt, diese Beikräuter, die würden den eigentlichen Kulturpflanzen die Kraft nehmen. Bis man begriffen hat, vor einigen Jahrzehnten, es ist das Gegenteil der Fall. Nicht nur, dass nahezu jedes Wildkraut wichtige Vitamine und Mineralstoffe enthält, jedes hat auch seine eigene Bedeutung. Brennnessel ist so ein richtiger Verwandler. Die schafft es, das Erdreich zu verwandeln, Schadstoffe umzuwandeln. Und dasselbe macht sie auch in uns. Ja, das heißt, sie hilft auch uns, körperlich zu entschlacken und uns zu regenerieren, zu reinigen und zu regenerieren. Für einen selbstgemachten Kräuterdip sammelt Dorisa Winkenbach heute aber nicht nur Brennnesseln. Wichtig, von allen Pflanzen pflückt die Wildkräuterexpertin die zarten Jungblätter. Die schmecken besonders gut, so auch beim Wiesenschaumkraut. In unserem Dip nehme ich gleich eine richtige, kräftige Würze. Und das ist ja etwas, was es in Anführungszeichen Unkraut, ich sage lieber Wildkraut, kennzeichnet, dass sie so stark sind an Inhaltsstoffen, dass man fast kein Gewürz braucht. Wer Wildkräuter selber sammelt, sollte allerdings einige Regeln beachten, warnt Dorisa Winkenbach. Das Wichtigste ist, ich soll nur das pflücken, was ich wirklich kenne, was ich bestimmen und unterscheiden kann. Weil die Natur hat es sehr schön eingerichtet. Die lässt manchmal nebeneinander zwei Pflanzen wachsen, die sich sehr ähnlich sind. Und die eine ist gut und die andere weniger gut. Heute kommen natürlich nur die guten in den vorbereiteten Frischkäse-Dip. Jetzt die Schafgarbe. Wir haben die Brennnessel, wir haben den Sauerampfer, wir haben das Wiesenlabkraut, wir haben die Vogelmiere, wir haben das Schaboxkraut. Da war eben noch was. Ah, da haben wir so eine ganz kleine Kresse. Das Ergebnis dürfen jetzt die Mannheimer probieren. Tatsächlich sind alle begeistert und sehen mehr als nur Unkraut in den grünen Vitaminbomben. Wir kennen eigentlich nur noch Petersilie, Schnittlauch. So. Es gibt viel mehr. Also ich habe selber auch schon Löwenzahnsalat gemacht und auch Brennnesselsuppe. Für mich ist es ein wichtiges Lebensmittel und nicht nur ein Nahrungsmittel. Und vielleicht motiviert das ja auch, dass künftig mehr Menschen wie Dorisa Winkenbach auf Wildkräutersuche gehen.